Hi und herzlich willkommen heute wieder zum Thema Kinderwunsch. Und eigentlich geht es heute auch wieder nicht um Kinderwunsch, denn es geht um Stillen im weitesten Sinne. Oder besser gesagt darum, dass unter mein Esssucht-Video von Dienstag jemand drunter geschrieben hat, dass es doch total viele Sachen gibt, die in der Natur vorkommen und die Kohlenhydrate und Fett enthalten. Und da hat er mehrere Sachen aufgezählt, bei denen das nicht der Fall ist, dass sie Kohlenhydrate und Fette enthalten. Zum Beispiel Bananen, die kein Fett enthalten oder nur wenig. Und Avocados, die keine Kohlenhydrate enthalten, sondern viel Fett und so. Und der auch erwähnte, dass ja Kuhmilch natürlich in der Natur vorkommt. Und da ist Fett drin und da ist auch Zucker drin. Und deswegen gibt es das ja doch auch in der Natur. Und da habe ich gesagt, ja, aber Kuhmilch, Kuhmilch ist kein Nahrungsmittel für Menschen. Kuhmilch ist ein Nahrungsmittel für Kälber. Und sobald die abgestillt sind und Gras fressen können, brauchen die keine Kuhmilch mehr. Und bei Menschenmilch ist das genauso, dass Menschenmilch auch sehr viel Kohlenhydrate und sehr viel Fett enthält. Die ist halt für Menschenbabys gedacht. Und daraufhin schrieb derjenige mir was drunter und das will ich euch nicht vorenthalten, nämlich: Ich habe schon Tage im Stall oder Feld verbracht, weil Kühe sehr freundlich und furchtlos auf Menschen reagieren. Deswegen werden sie wahrscheinlich von Menschen geschlachtet. Diese Kuhmilch, die für Kälber ist, die hat schon Millionen Menschenkindern das Leben ermöglicht, weil es keine Alternative gab, also known as Superfood Babies, was ich hier nicht verstehe. Oder kennst du ein vegan ernährtes Baby? Wir leben in einer Symbiose mit Bakterien, Pflanzen und Tieren. Es zu wissen ist leicht, die Vernunft, die daraus hervorgeht, ist schwer. Das Vernunft hervorgeht, ist tatsächlich in vielen, wie auch diesem Fall, schwer. Ich habe im Dezember, ich lerne ja fürs Staatsexamen in Medizin, und letztes Jahr im Dezember habe ich eine Frage gekreuzt. Also es gibt so ein Programm fürs Medizinstudium lernen, und da werden dann Altfragen von Altexamina rausgekehrt, und man kann dann, das sind alles immer Multiple-Choice-Fragen, man kann dann daran üben und Fragen beantworten. Und hier wurde folgende Frage gestellt zu einem Fall eines Babys, wo die Mutter nicht stillen kann. Und da heißt es: Zu diesem Zweck, also als Ersatz für die Muttermilch, kann jedoch nicht einfach Kuhmilch verwendet werden, da sich diese zu stark von der Muttermilch unterscheidet. Welche Aussage zu Kuhmilch im Vergleich zur reifen Muttermilch ist am ehesten zutreffend? Kuhmilch enthält im Vergleich zur reifen Muttermilch mindestens doppelt so viel an, und da muss man jetzt richtig kreuzen, und das ist eine Frage, die eigentlich kein Medizinstudent beantworten kann, weil das bisher in keinem Lehrbuch, also ich habe kein Lehrbuch gehabt, in dem der Unterschied zwischen Kuhmilch und Muttermilch drin war. Aber es ist tatsächlich, die Lehrmeinung ist tatsächlich genau das, was Dr. Michael Klepper auch immer erzählt, dass Kuhmilch eine Kuhbaby-Wachstumsflüssigkeit ist. Er sagt das dann, was sagt er? Baby Cow Growth Fluid nennt er das. Kuhmilch ist anders zusammengesetzt als Muttermilch. Deswegen kann man nicht einfach, wie dieser Kommentator hier glaubt, Menschenbabys, wenn die Frau nicht stillen kann, mit Kuhmilch füttern. Deswegen gibt es bei Shakespeare Ammen. Und so, früher, wenn eine Frau nicht stillen konnte, weiß der Geier aus welchem Grund, dann musste sie ihr Kind einer anderen Frau geben zum Stillen. Oder in ganz schrecklichen Fällen, wo keine Amme zur Verfügung stand, konnte man auch noch versuchen, mit Ziegenmilch oder Schafsmilch das Kind zu ernähren. Zumindest bis es halt ein bisschen was Festes essen kann, so ab dem vierten Monat. Ja, die offizielle Lehrmeinung ist, dass und das ist halt dann auch so, dass Kuhmilch für Babys nicht geeignet ist. Hier kommt dann immer, wenn man das falsch angekreuzt hat, was ich nicht angekreuzt habe, denn mir war ziemlich schnell klar, dass Kuhmilch mehr Mineralstoffe, Kalzium, enthält als Muttermilch. Hier steht immer noch, wenn man falsch gekreuzt hat, der Oberarztkommentar. Und hier heißt es: Merke dir lieber, anstatt das auswendig zu lernen, dass Säuglinge nicht mit Kuhmilch ernährt werden sollen, da diese einen zu hohen Anteil an Protein enthält, die vom Säugling nicht verdaut werden können. Zudem besteht bei der frühen Gabe von Kuhmilch ein erhöhtes Risiko für die Entstehung von Allergien. Muttermilch enthält also zu viel Protein und zu viel Mineralstoffe. Nein, nicht Kuhmilch. Kuhmilch, nicht Muttermilch, Entschuldigung. Weil Kälber in sehr kurzer Zeit sehr schnell
viel zunehmen müssen. Also die wachsen einfach wesentlich schneller. Die sind in einem halben Jahr von einem Kalb zu einer ausgewachsenen Kuh gewachsen und ein Baby ist in einem halben Jahr von einem Baby zu einem bisschen größeren Baby gewachsen. Deswegen ist Kuhmilch nicht geeignet. Natürlich gibt es keine veganen Babys. Veganer Mütter trinken die Muttermilch ihrer Mütter. Aber sie beuten keine Tiere aus. Ich persönlich bin leider nicht gestillt worden. Das war 1975, als ich geboren wurde. Meine Mutter hat sich vor dem Stillen gedrückt mit der Ausrede, ich bin doch keine Kuh. So, und da sind wir wieder beim Verstand. Das mit dem Verstand ist nämlich wirklich schwer. Selbst wenn man jetzt diese medizinische Erklärung irgendwie nicht für voll nehmen kann oder so, oder nicht versteht oder nicht zurecht hat, dann muss einem doch klar sein, dass Säugetiere, die wir Menschen nun mal sind, vielleicht nicht von der Natur dazu geschaffen wurden, auch als Erwachsene in höherem Alter noch Milch anderer Säugetiere zu trinken. Deswegen sind so wahnsinnig viele Leute laktoseintolerant. Die meisten Mitteleuropäer und besonders die Nordeuropäer, die nicht so viele Früchte und Zeugs angebaut haben, wie da, wo es schöneres Wetter ist, haben früher angefangen, Milch von anderen Säugetieren zu trinken und sind deswegen nicht so laktoseintolerant. Die Asiaten und die Afrikaner, die das nie gemacht haben, die sind fast alle laktoseintolerant. Ja, deswegen, weil wir uns dann irgendwann daran gewöhnt haben, Milch zu trinken. Aber das als natürliches Nahrungsmittel für Menschen zu sehen, Kuhmilch, das ist totaler Wahnsinn und Irrsinn. Und zum Thema nicht gestillt werden und Allergien, also ich bin nicht gestillt worden, meine Schwester ist auch nicht gestillt worden. Ich glaube, wir haben Kuhmilch mit Hip-Pulver bekommen, ich weiß es nicht, was es damals gab. Ja, wir haben beide Allergien. Ich habe Heuschnupfen und meine Schwester hat Asthma und die Neurodermitis. Also wir haben uns so die Atopie hälftig aufgeteilt, nur dass meine Schwester mehr bekommen hat. Aber dafür hat meine Schwester dann auch mehr Zuwendung bekommen von meiner Krankenschwestermutter. Hat sich das wieder aufgeteilt. Ja. Das war's auch schon für diese Woche. Und für dieses Video, denke ich. Tut mir leid, dass ich mich so oft versprochen habe. Passiert manchmal. ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr keins weiter Videos verpassen wollt. Abonniert mich. Ich sage ciao. Schönes Wochenende. Bis Montag. Eure Silke.